Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Wunsch der USA nach einer weiteren NATO-Osterweiterung stößt innerhalb der Allianz auf anhaltenden Widerstand. Zu Beginn des NATO-Gipfels in der rumänischen Hauptstadt Bukarest erneuerte Bundeskanzlerin Merkel ihre Kritik an einer baldigen Aufnahme von Georgien und der Ukraine. Auch andere Mitgliedstaaten, etwa Frankreich und Spanien, sind dagegen. Weitgehend unstrittig ist dagegen eine Beitrittseinladung an Kroatien, Albanien und Mazedonien. Der bislang größte NATO-Gipfel hat begonnen. Schauplatz, der Riesenpalast des 1989 hingerichteten rumänischen Diktators Ceausescu. Die Erwartungen sind hoch, die Streitpunkte zahlreich. Unter Federführung der deutschen Kanzlerin soll der Weg für die Aufnahme drei neuer Mitglieder, Albanien, Mazedonien und Kroatien, bereitet werden. Sie ist im Kern unstrittig. Vor allem Griechenland und Mazedonien müssen aber wegen ihres Namensstreites noch auf Kompromisslinie gebracht werden. Denn ich würde mir schon wünschen, dass Mazedonien und Albanien und Kroatien gemeinsam in die NATO aufgenommen werden. Ich kann nur sagen, wir werden bis zur letzten Minute hier alles daran setzen, diesen Streit beizulegen. Aber ob es gelingt, ist am heutigen Tag noch nicht sicher. Der amerikanische Präsident Bush, als einziger bereits seit gestern Abend in Bukarest, pocht neben der Aufnahme der Balkanregionen im Unterschied zu Merkel auch heute auf die Aufnahme der ehemaligen Sowjetrepubliken Georgien und Ukraine in einen Mitgliedschaftsaktionsplan. Hier in Bukarest müssen wir klarmachen, dass die NATO die Hoffnung von Georgien und Ukraine auf eine Mitgliedschaft begrüßt. Gastgeber Rumänien hofft auf einen Gipfel der Superlative, doch die Streitpunkte sind zahlreich. Während beim Thema Afghanistan weitgehend Einigkeit herrscht, gehen die Meinungen beim Thema Erweiterung auseinander. Lediglich die Aufnahme der drei Balkanländer bietet sich für eine gemeinsame Linie an. Die Pläne der Bundesregierung für einen höheren Anteil von Biosprit im Benzin stehen auf der Kippe. Zurzeit wird geprüft, wie viele ältere Autos die stärkere Beimischung nicht vertragen. Sollten es mehr als 1 Million sein, will Umweltminister Gabriel die bereits beschlossene Verordnung nicht in Kraft setzen. Biosprit ist Kraftstoff aus nachwachsenden Rohstoffen vom Acker. In Deutschland wird er unter anderem aus Raps erzeugt. Die Tests waren ernüchternd. Der neue E10-Kraftstoff greift gerade bei älteren Fahrzeugen Leitungen an, schädigt Benzinpumpen. E10 steht für Normal- oder Superkraftstoff, dem 10% Biosprit beigemischt wird. Ab 2009 sollte er verkauft werden. Intern geht die Autoindustrie davon aus, dass weit über 1 Million Fahrzeuge den neuen Kraftstoff nicht vertragen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wird die Einführung deshalb wahrscheinlich gestoppt. Die Regierung selbst blieb heute noch vage. Wenn das einzutreten drohte, dann würde eben diese Verordnung nicht umgesetzt. Union und Linke finden, das Scheitern der E10-Verordnung wäre eine Schlappe für Umweltminister Gabriel. Die Kraftstoffstrategie ist gut und richtig, aber die Umsetzung war mangelhaft. Augenscheinlich ist diese Richtlinie grottenschlecht vorbereitet worden, denn man hätte ja rechtzeitig rausfinden können, welche Autos damit funktionieren oder nicht. Umweltverbände kritisieren, durch die Produktion von Kraftstoffen aus Biomasse werde die Umwelt nicht geschützt, sondern geschädigt. So wie hier Bioenergie in Kraftstoffen eingesetzt werden sollte, wären die negativen Effekte für die Ökologie der dritten Welt, aber auch in Deutschland, wirklich unverhältnismäßig groß gewesen. Außerdem, so die Umwelthilfe, steige durch die Beimischung von Biosprit der Verbrauch und damit die Belastung der Umwelt mit CO2. Das sieht die Bundesregierung anders. Sie will den Einsatz von Biokraftstoffen weiter vorantreiben. Die Bundesregierung sieht einen positiven Trend auf dem Ausbildungsmarkt. Wie aus dem Berufsbildungsbericht hervorgeht, wurden vergangenes Jahr mehr als 625.000 neue Lehrverträge abgeschlossen. Das ist der zweithöchste Wert seit der Wiedervereinigung. Mit einer ähnlichen Größenordnung wird auch im neuen Ausbildungsjahr gerechnet. Dennoch schätzt die Regierung, dass das Angebot nicht für alle ausbildungswilligen Jugendlichen reicht. Annika hat ihren Traumberuf gefunden. Haare und Kosmetik haben sie schon immer fasziniert. Jetzt macht die junge Frau eine Ausbildung zur Friseurin. Die Lehrstelle bekam sie ohne Probleme. Ich habe Glück gehabt. Ich habe einfach eine Blindbewerbung geschrieben, weil es war mal ein Artikel in der Zeitung und hat halt auf Anhieb geklappt. Annika ist kein Einzelfall. Die Lage auf dem Lehrstellenmarkt entspannt sich.
Diese Nachricht verkündet die Bildungsministerin gern. Im Kabinett legt sie den Berufsbildungsbericht vor. Der Bericht zeigt eine überaus erfreuliche Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt. Mit 625.000 neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen sind so viele Jugendliche in Ausbildung gekommen wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die Nachfrage nach Auszubildenden steigt. Im Osten übersteigt sie schon das Angebot. Lehrlingsmangel droht etwa bei Elektrikern oder im Metallhandwerk. Es wird deshalb darauf ankommen, dass wir uns nicht nur intensiv um junge Leute bemühen, sondern wir brauchen, gerade weil die Zahl zurückgeht, auch leistungsfähigere Jugendliche. Die Wirtschaft hat zu spät begonnen, endlich sich um ihren Fachkräftenachwuchs zu kümmern. Und wir haben aus diesem Grunde Altbewerber, 300.000. Und um die werden wir uns jetzt verstärkt kümmern. Die Bundesregierung will Firmen künftig Prämien bis zu 6.000 Euro zahlen, wenn sie schwer vermittelbaren Jugendlichen eine Ausbildungschance geben. Diesen sogenannten Ausbildungsbonus für Altbewerber sehen Gewerkschaften wie Arbeitgeber kritisch. Das Problem sei nicht durch Prämien zu lösen, heißt es, sondern die Jugendlichen müssten schon in der Schule besser auf die Berufspraxis vorbereitet werden. Die Koalition hat nach Medienberichten ihren Streit über die Entwicklung der Rentenbeiträge beigelegt. Kanzlerin Merkel, Wirtschaftsminister Gloß und Arbeitsminister Scholz hätten sich heute auf einen Kompromiss verständigt, so Spiegel Online. Danach soll mit der stufenweise Senkung des Rentenbeitrages von derzeit 19,9% nun rascher begonnen werden als von Scholz geplant, nämlich 2011 und nicht erst 2014. Im Gegenzug werde die Finanzreserve der Rentenversicherung weniger stark aufgestockt. Von einem Kompromissvorschlag im Rentenstreit berichtet auch die Süddeutsche Zeitung. Die WestLB muss ihre Bilanz für das Jahr 2007 berichtigen und meldet noch höhere Verluste. Statt 1 Milliarde sind es 1,6 Milliarden Euro. Die drittgrößte deutsche Landesbank hat das Geld bei riskanten Geschäften auf dem US-Immobilienmarkt verloren. Das Land Nordrhein-Westfalen bürgt mit Steuergeldern für die möglichen Verluste der WestLB. Es ist seine erste und letzte Bilanzpressekonferenz als Chef der WestLB. Alexander Stuhlmann ist erst im Sommer als Retter in der Not gekommen und konnte nicht verhindern, dass die Bilanz der Bank so schlecht ausfiel wie nie zuvor. Nach Gewinnen von 706 Millionen Euro 2005 und 799 Millionen 2006 der Absturz 2007. 1,6 Milliarden Euro verlor die Bank. Das schwierigste Jahr in ihrer Geschichte, so Stuhlmann. Doch jetzt gäbe es Hoffnung. Es ist gleichzeitig ein Tag, über den wir, denke ich, uns freuen können, gemeinsam mit unseren Eigentümern, weil es gelungen ist, und das ist für mich die Nachricht des Tages, den Risikoschirm zum 31. März zu etablieren. Das Land Nordrhein-Westfalen spannt diesen sogenannten Risikoschirm auf. Gemeinsam mit den anderen Eigentümern birgt NRW mit 5 Milliarden Euro für risikoreiche Papiere. Wir glauben, dass wir damit den wesentlichen Schritt gemacht haben. Wir sind allen anderen Banken dabei voraus. Die Eigentümer stehen zu dieser Bank und haben mit dem 5-Milliarden-Schirm das getan, was jetzt notwendig ist. Und ich glaube, dass wir die schwierigste Wegstrecke jetzt hinter uns haben. Stuhlmann ist die Erleichterung anzusehen. Auch darüber, dass er endlich einen Nachfolger präsentieren kann. Heinz Hilgert, zuletzt Chef der DZ-Bank. Er muss auch den Personalabbau managen. Stuhlmann nahm ihm gleich alle Illusionen. Es werde ein steiniger Weg. Die Supermärkte Edeka und Plus sollen Mitarbeiter bespitzelt haben. Nach Informationen von stern.de haben Ladendetektive Protokolle über private Angelegenheiten von Mitarbeitern erstellt. Edeka und Plus bestätigten die Existenz der Protokolle, allerdings seien diese weder bestellt noch ausgewertet worden. Erst vor kurzem waren ähnliche Vorfälle beim Discounter Lidl bekannt geworden. Der Bundesrechnungshof übt nach ARD-Informationen scharfe Kritik an der Regierung. Grund ist die Mitarbeit von Lobbyisten in verschiedenen Ministerien des Bundes. In einem vertraulichen Bericht, der dem Magazin Monitor vorliegt, schreiben die Prüfer, dass Lobbyisten bei wichtigen Gesetzesvorhaben mitgearbeitet hätten. Außerdem sei es gesetzlich nicht geregelt, ob und wann Interessenvertreter überhaupt in Behörden arbeiten dürften. Lobbyisten als Mitarbeiter in Ministerien bezahlt von der Industrie. Seit heute kennt der Haushaltsausschuss des Bundestages das wahre Ausmaß dieser Praxis. Von 2004 bis 2006 waren pro Jahr im Schnitt rund 100 Leihbeamte, größtenteils bezahlt von der Industrie, in den Bundesbehörden beschäftigt. So der Bundesrechnungshof in einem internen Bericht, der dem ARD-Magazin Monitor vorliegt. 60% von ihnen erstellten Vorlagen für die Ministerbüros, 25% arbeiteten an Vergabeverfahren mit, 20% sogar an Gesetzen.
Für mich als ehemalige Ministerin ist selbstverständlich, dass Gesetzentwürfe von öffentlichen Bediensteten in den Ministerien, die Fachleute sind, entworfen werden, dann der Meinungsaustausch mit den Verbänden erfolgt, dann im Ministerium, im Kabinett entschieden wird, aber nicht indem verdeckt mitgearbeitet wird von den interessierten Kreisen. Das erinnert mich wirklich an einen schlechten Krimi. Der Bundesrechnungshof fordert die Regierung auf, diese Praxis bezahlter Leihbeamter abzustellen. Mit dem Rückgriff auf externes Personal sei eine Abhängigkeit entstanden. Diese Abhängigkeit lässt befürchten, dass Interessenskonflikte oder zumindest in der Außenwahrnehmung der böse Schein fehlender Neutralität entstehen. Ich meine, dass die Bundeskanzlerin hier direkt gefragt ist. Sie muss einen Schlussstrich ziehen und muss sagen, es kommt überhaupt nicht mehr in Frage. Die 300 Leute werden in kürzester Frist alle wieder nach Hause geschickt. Die Bundesregierung hat bislang immer ausgeschlossen, dass durch externe Mitarbeiter aus der Wirtschaft Regierungsentscheidungen beeinflusst worden sind. Mehr zum Thema morgen im ARD-Magazin Monitor um 21.45 Uhr. In Simbabwe hat die Wahlkommission die Stimmen aus fast allen Wahlkreisen ausgezählt. Danach hat die Partei von Oppositionsführer Tsvangirai 96 Sitze im Parlament gewonnen. Die regierende Partei von Präsident Mugabe kommt auf 93. Nach wie vor fehlen aber die Ergebnisse einiger Wahlkreise. Deswegen ist dieses Ergebnis noch nicht amtlich. Dass die Opposition nun doch einseitig ihre Version des Wahlergebnisses veröffentlichte, hat nur wenige Menschen in Simbabwe verwundert. Die Regierung hatte dem MDC gedroht, für den Fall, er werde dies tun. Doch am Nachmittag sagte ein Regierungssprecher nur, er verurteile das Vorgehen der Opposition. Ich aber bin von der Regierung enttäuscht. Warum dauert das so lange? Seit 4 Tagen höre ich ununterbrochen Radio. Wir hören nur Gerüchte. Angeblich hat der MDC gesiegt, sogar auf dem Land, wo sonst immer nur Mugabe gewonnen hat. Spekulationen über eine Stichwahl erteilte der MDC zunächst eine Absage, man habe eindeutig gewonnen, dann aber, sollte es tatsächlich zu einer Stichwahl kommen, dann werden wir dies unter Protest akzeptieren und dann werden wir wieder gewinnen. Ein zweiter Wahlgang wird damit aber nicht mehr ausgeschlossen. Unsichere Zeiten kämen auf die Menschen von Simbabwe zu, die Menschen, die endlich eine Entscheidung wollen. Die Ungeduld wird immer größer. Robert Mugabe aber schweigt. Seit der Stimmabgabe am vergangenen Samstag ist er nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Seine Strategie ist es offenbar, eine Stichwahl in 2,5 Wochen zu erreichen. Und er glaubt vermutlich, er könne die Stimmen des dritten Präsidentschaftskandidaten Simba Makoni dann auf sich ziehen. Robert Mugabe kämpft um seine letzte Chance. Britische Genforscher haben sogenannte Chimären erzeugt, Mischwesen aus Mensch und Tier. Es ist das erste derartige Experiment in Europa. Menschliches Erbgut sei dafür mit Eizellen von Kühen verschmolzen worden, so die Universität Newcastle. Die Mischembryonen seien nach 3 Tagen zerstört worden. Die Briten sprechen von einem wichtigen Erfolg für die Stammzellenforschung. In Deutschland ist ein solches Verfahren verboten. Auf der geteilten Insel Zypern laufen die letzten Vorbereitungen für eine Grenzöffnung in der Hauptstadt Nikosia. Dort soll ab morgen die beliebte Einkaufsstraße Ledra wieder ganz passierbar sein. Seit mehr als 30 Jahren verhindern Barrikaden auf der Ledra den Übertritt vom griechischen in den türkischen Teil Nikosias. Die Grenzbarriere gilt als Symbol der Teilung Zyperns. Die Lottozahlen. 1, 14, 31, 33, 36, 48, Zusatzzahl 21, die Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 7, 5, 1, 1, 7, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 7, 9, 2, 4, 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 3. April. Das Tief, dessen Zentrum über Südosteuropa liegt, bestimmt unser Wetter. An den Nordseiten der Alpen muss mit erheblichen Neuschneemengen gerechnet werden. Es gelten entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 800 Metern. Sonst fallen in der Nacht hier und da Schauer, auch am Tag dauern die Niederschläge an den Alpen an. In den anderen Gebieten fallen weitere Regen- oder Graupelschauer. In der Osthälfte sind Gewitter mit dabei, im Norden und westlich des Rheins fallen kaum Schauer. Der Wind wird schwach bis mäßig aus Nordwest, bei Schauern sind starke Böen möglich. Heute Nacht Werte zwischen 0 und 7 Grad, am Tag 3 Grad an den Alpen und 13 Grad im Breisgau.
Am Freitag regnet es Richtung Südosten noch etwas, oberhalb von 800 Metern schneit es. Sonst mal Sonne, mal Wolken. Am Samstag überall wieder wechselhaftes Wetter, von Nordwesten regnet es zeitweise, im Norden ist es windig. Am Sonntag aprilhaftes Wetter bei 3 bis 9 Grad. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23 Uhr mit Karen Mioska. Darin Zwist in CSU, die Doppelspitze in der Kritik und Streit um Antidepressiva. Sind Placebos die bessere Medizin?